Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. Hallo, ich bin Dominique von Mehr Stempeln und ich möchte dir heute eine kleine Verpackung zeigen. Es dreht sich heute mal um die Joghurette. Du kannst natürlich auch andere Schokoladen verwenden, aber ich fand jetzt die Farben, weißt du ja sowieso, mit Rosa und Pink und dann noch Erdbeeren, total klasse, denn ich möchte heute mit dir zusammen das Produktpaket Bärenstark verwenden. Da gibt es dann auch noch die passende Handstanze dazu. Und ja, ich habe mir überlegt, dass wir auf jeden Fall super gern nochmal wieder eine Pizzakartonschachtel machen. Die letzte hatte dir ja auch so gut gefallen und ich mag das total gerne vom Öffnen. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt auch einfach nochmal. Und ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet einen DIN A4 Farbkarton. Den schneiden wir uns jetzt einmal zurecht. Das ist einmal Savanne. Die kann er erstmal beiseite. So, wir schneiden uns das Ganze jetzt einmal zu. Und zwar, es passt leider nicht von der Breite. Deswegen brauchen wir jetzt einmal die lange Seite. Die schneiden wir uns nämlich einmal zu auf 21,5 cm. Da habt ihr dann einen kleinen Farbkartonrest. Aber mit den Resten können wir auf jeden Fall auch noch super Sachen machen. Und 11,7 cm. So, dann haben wir hier einen kleinen Rest übrig. Aber ich werde euch auch bald nochmal eine kleine Anleitung zeigen, wie ihr schön Farbkartonrest noch wiederverwenden könnt. So, und dann wird das Ganze einmal gefalzt. Ihr könnt jetzt einmal ringsum schon mal bei 1,5 cm falzen. Alle Seiten einmal. So, und hier legen wir uns das Ganze jetzt noch einmal bei 10 cm an, die lange Seite. Und bei 11,5. Dann haben wir das auch schon soweit einmal vorbereitet. Dann möchte ich gerne mir noch noch Aufleger zuschneiden. Da habe ich einmal das Kirschblüte. Und zwar, wir schneiden uns das Ganze einmal zu. Ist mir gerade hier der so die Schneideklinge entwischt. Und zwar, wir schneiden uns das Ganze einmal zu auf 8,3 x 8 cm. Ich hatte jetzt hier noch einen Farbkartonrest. Könnt ihr da nämlich auch super für nehmen. So. Und einmal noch in Grundweiß schneiden wir uns das Ganze auf 7,8 mal 7,5. So. Das kann auch einmal beiseite. Und zwar, wir brauchen ja nachher sowieso noch, das könnt ihr euch, braucht ihr euch gar nicht zu weit wegnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Farbkartonrest in Grundweiß. Jetzt erstmal anstempeln. Ich würde sagen, wir können auch den Farbkartonrest hier einmal nehmen. Und jetzt nehmen wir uns das Stempelset Bärenstark. Und zwar möchte ich da gern die Erdbeeren verwenden. So. Und da möchte ich das auch gerne sehr gern wieder Ton in Ton stempeln. Falls du meine Karte schon gesehen hast, hätte ich dazu auch eine Karte gemacht. Das finde ich nämlich total klasse, diesen Ton in Ton-Effekt. So, und wir können jetzt gerade mal gucken. Also die Erdbeere, die stempeln wir uns jetzt so gesehen einmal auf den Kopf. Ich kann euch gerade mal sagen, warum. Wenn wir das nämlich gleich jetzt hier reinlegen, dass wir das so gesehen hier einmal ausstanzen können. Und setzen wir uns einfach eine Erdbeere.
brauchen wir gleich noch ein Stück Schmierpapier, dass wir das nochmal einmal abstempeln können. Für das Innenleben. Wo habe ich es da? Dass wir das wieder schön Ton in Ton haben. Einfach einmal abstempeln. Und hier einmal reinsetzen. So, und das gleiche machen wir jetzt noch einmal mit dem kleinen Blatthütchen. Da nehmen wir uns, das war jetzt hier auch einmal Kirschblüte, dass das Ton in Ton ist. Und einmal das Minzmakrone. Das sind jetzt ja hier die alten Stempelkissen, die ich noch habe. So. Deswegen wundere dich nicht, falls du mein letztes Video noch nicht gesehen hast. Wir schneiden uns das gleich einfach einmal kurz ein bisschen zurecht. So. Dann noch das Innenleben. Und hier machen wir das auch einmal. Einmal ein Abstempeln. Und dann hier reinsetzen. So. Ich gucke gerade mal. Genau, den wollte ich dann nachher noch hintersetzen. So, das war es auch schon erstmal vom Stempeln. Hier, das muss ich gerade einmal kurz, da haben wir den. Wir stanzen uns das jetzt einmal kurz einmal aus, dass wir uns gleich einmal das zurechtlegen können, wo wir das gerne hinhaben möchten. Und zwar einmal die so die Erdbeere. Und dann haben wir hier noch das Blatt. Da können wir uns, dann brauchen wir nicht so viel verwenden, einfach hier das einmal ausschneiden. Weil hier können wir gleich, was heißt gleich? Also da können wir auf jeden Fall noch was drauf stempeln. Passen ja auch mal super Sprüche noch rauf. Brauchen wir jetzt ja nicht verschwenden. Und den stanzen wir uns dann nämlich jetzt auch einmal aus. So. Dann haben wir hier schon mal die Erdbeere. Die können wir uns hier schon einmal oben raufkleben. Haben wir hier schon mal einmal den Hut drauf. So, hier nachher nämlich noch den Spruch gerne aufstempeln. Und zwar in Savanne. Und ich hatte mir jetzt überlegt, wir nehmen jetzt hier aus dem Spruch, ja, also ich nehme jetzt heute das nur für dich. Ich finde, hier kann man wunderbar die ganzen Sprüche auch verwenden. Vielleicht auch in vielen Dank, sich bedanken möchte. Genau. Also finde ich die Sprüche auf jeden Fall total super. So. Und das stempeln wir uns jetzt hier einfach nur einmal kurz mit drauf. So, das stempel ich jetzt schon mal einmal vorher, damit ich gleich sehe, wo ich noch gerne was hinhaben möchte. Jetzt hier, ich hatte jetzt überlegt, einfach nur noch einen kleinen zarten Hintergrund hintermachen und hier nehme ich das Safrangelb. Das wollte ich jetzt einmal kurz, da haben wir es, einmal kurz ein bisschen im Hintergrund noch einmal auftragen. Das finde ich immer ganz hübsch. Und das klappt immer super mit dem Blending-Pinsel. Da kann man diesen schönen zarten Hintergrund noch einmal erzielen. Dann könnt ihr mal gucken, wie viel ihr da jetzt gerne mögt vom Farbton her. So, ich glaube, das reicht schon. Ja, das gefällt mir super. Und dann wollte ich mir auf jeden Fall hier die Erdbeere hinsetzen. So, ich hatte jetzt hier noch einmal ein bisschen Faden. Ich hatte überlegt, dass wir uns das jetzt hier noch mit drauf geben. Und den befestigen wir uns hier einmal hinter. Und dann nehmen wir einmal das Abreißklebeband. Mag ich immer total gerne. Wir gucken jetzt einmal, wir können ja auch ein bisschen gegen das Licht gucken, dass das direkt über dem Spruch ist.
Und da geben wir uns das Band jetzt einmal rauf. Das könnt ihr wieder rumwickeln. Also die Technik verwende ich sehr, sehr gerne. Und dann geht ihr hier einfach einmal rüber. Ihr könnt sonst auch, wir können das ja mal hier ein bisschen schräg machen. Geht hier weiter nach unten und setzt den hier oben an. Dann können wir das auch so ein bisschen überlappen. Das schieben wir uns jetzt vielleicht noch ein bisschen auseinander. Das sieht dann auch nochmal toll aus. So, einfach hier rauf. Das schneiden wir uns einmal ab. So. Dann können wir uns das hier noch ein bisschen zurechtziehen. So, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Da können wir uns das Ganze hier auch schon mal einmal raufkleben. Ich glaube, ich würde mir die Erdbeere nämlich gerne so einmal rüber darauf setzen direkt. Dann nehmen wir uns einmal ein Dimensional. Den kleben wir uns jetzt hier einmal in der Mitte einmal rauf. Und dann gucken wir mal, ziehen uns das Band noch mal ein bisschen. Und dann setzen wir uns das hier einmal so. Genau oben drauf. Und dann möchte ich jetzt noch ein paar kleine Perlchen. So. Und die mag ich auch total gerne, diese kleinen Perlen. Und da setzen wir uns die jetzt einfach nur einmal so ein bisschen rüber. Und schon haben wir noch einen mittleren. Gefällt mir das sehr gut. Und dann können wir das jetzt einmal zusammenbauen. Und zwar schneiden wir uns das Ganze. Wir haben das jetzt einmal hier der Länge nach. Wir schneiden uns das Ganze jetzt einmal ein bisschen ein. Und zwar geht ihr hier einmal hoch, schneidet euch hier einmal so kleine Dreiecke raus. Also hier nur hochschneiden. Auf der Seite einmal noch mit anschrägen. Hier die kleine Ecke auch noch abschneiden. Dann drehen wir uns das Ganze einmal komplett um. Hier machen wir das nochmal ganz genauso. Hier einschneiden. Rechts davon das Dreieck. Und dann hier auch nochmal rechts davon abschneiden. Und hier auch wieder nach oben. Dann links davon. Und hier auch nochmal einmal abschneiden. Und dann schneiden wir uns das Ganze hier einmal hoch. Dann rechts davon auch nochmal einschneiden. Und hier auch nochmal einmal hoch. So, und hier schneiden wir es nicht ab. Das lassen wir, damit das sich schön zusammensetzen lässt. Und hier machen wir das genauso. Hier schneiden wir uns das einmal wieder hoch. Links davon einmal ab. Kleines Dreieck und hier auch einmal noch mal wieder hoch und das lassen wir dann auch wieder stehen. Dann ist das gleich schön bündig. So, und dann können wir uns nämlich auch gleich noch mal die kleine Pizzaöffnung da reinsetzen. So, das wird jetzt nämlich der Boden. Da, wo das jetzt hier gerade ist, das wird dann der Boden. Das muss ich gerade überlegen. Das heißt, hier müssen wir dann jetzt unsere Pizzaöffnung reinsetzen. Das müssen wir eben ganz kurz einmal falzen. Ich muss das gerade nochmal angucken. So, wir gehen auch gleich einmal kurz, falzen uns das jetzt einmal und dann gucken wir uns das gleich nochmal einmal an. So, einmal vorgefalzt. Jetzt gehen wir einfach nochmal schnell mit dem Papierfalter rüber.
So, die noch einmal nachziehen. So, genau so rum wollen wir das jetzt wieder haben, dass hier die gerade Linie unten ist. Und hier schneiden wir uns jetzt, weil das hier unten ist, hier schneiden wir uns einmal jetzt so eine kleine Pizzaöffnung. Da müsst ihr mal gucken, was ihr da habt. Einfach irgendwie einen kleinen Rundstanzer, dass ihr euch hier so eine kleine Öffnung reinstanzt. Die ist vielleicht jetzt ein bisschen groß. Ne, es geht noch. So. Und dann wird das Ganze wieder einmal zusammengebaut. Klebelaschen setzen wir uns hier einmal hinter. Dass das dann schön bündig hier anliegt. Das gleiche machen wir hier auch. Dass das schön auf den Kanten aufliegt. So, erst kleben wir uns hier oben das noch einmal zurecht. Hier auch wieder schön bündig. Hier noch einmal. So. Und hier kleben wir uns jetzt die Klebelaschen einmal ein. Und hier ist das jetzt nämlich das Schöne, weil es so schön bündig ist, dass ihr das direkt hier einmal so aufkleben könnt. Und das ist dann auch gleich gerade. Wenn ihr das jetzt anschrägt, das habe ich nämlich auch ausprobiert gehabt, dann kann sich das verziehen und dann passt die ganze Box nachher nicht. Das wäre ja zu schade. So, und genau, dann kommen die Innenteile nach innen und dann könnt ihr das Ganze hier einmal reinschieben. So, hier muss man noch mal einmal kurz die Eimer kurz zusammenbauen, dann geht sie auch leichter wieder auseinander. Und dann könnt ihr sie hier einfach wieder öffnen. Und dann habt ihr eine kleine Pizzaschachtel. Genau. So, wir werden jetzt hier noch eben den... Das war falsch rum eben, ne? So rum. Genau. So. Genau, hier werden wir jetzt noch eben kurz den Aufleger einmal aufmachen. So, und dann können wir da unsere Schokolade reinpacken. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles, ja, entweder Mitbringsel oder auch für den lieben Arbeitskollegen, dass man da mal was Nettes hat. Oder für die Freundin. Genau, dann könnt ihr das hier einfach so einmal zusammenschieben. Und fertig ist die kleine Box. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du natürlich auch super gerne meinen Kanal abonnieren für weitere Bastelanleitungen. Und falls du aktuelle Stamping-Up-Ware benötigst, kannst du die herzlich gerne bei mir bestellen. Freue ich mich auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!